Hallo, seid gegrüßt. Ich schaue mir gerade wieder einen Film an. Ich zeige euch mal kurz welchen. Ich hoffe, das geht so. Moment, ich muss mal hier alles ein bisschen drehen. Ihr erkennt den Film vielleicht? Ach, vielleicht einige von euch. Das ist The Reef. Und wenn man genau oben hinschaut, da in der Ecke steht Arthur. So, dann mache ich mal kurz den Ton etwas leise. Da wird ja doch öfters gesungen bei Grease und ich möchte natürlich keinen rechtlichen Ärger bekommen. Ja. Okay, ihr habt gesehen, ich habe von Grease nur eine Aufnahme, die ich damals bei Arte HD machen konnte. Und das Schöne daran ist eben, dass damals Grease noch in der HD-Version mit der Alt-Synchro ausgestrahlt wurde, also mit der ersten Synchronisation von Grease. Ärgerlicherweise hat man nämlich als Grease, ich weiß gar nicht mehr, ob es zum 30-jährigen oder 25-jährigen Jubiläum nochmal neu in die Kinos kam, den Film ja digital überarbeitet und neu synchronisiert. Oh, und die Neusynchronisation finde ich unglaublich lieblos, langweilig. Und macht den ganzen Film irgendwie kaputt. Auch hat man viele Textpassagen geändert. Wer den Film schon sehr oft gesehen hat, wird sich daher sehr ärgern. Ich habe den Film damals schon bei Erscheinen bestimmt 5-mal im Kino gesehen und danach noch einige Dutzend Mal. Also ich mag den Film auch sehr. Wahrscheinlich nicht jeder von euch, aber ich stehe auf Grease. Ja, jedenfalls, wo ich den Film hier gerade wieder so schön auf meinem Beamer auf der Leinwand schaue, in groß, in HD und mit der alten Synchronisation, habe ich mir gedacht, ich könnte ja mal so einen kleinen Vlog zu Synchronisationen machen und mal so fragen, was ihr denn davon haltet, von Neusynchronisationen. Die O-Ton-Gucker unter euch werden jetzt wahrscheinlich mit dem Kopf schütteln und sagen, Originalton ist sowieso das einzig Wahre, aber darum soll es ja jetzt auch gar nicht gehen. Also es richtet sich jetzt einfach an diejenigen, die gerne Filme in synchronisierter Form mit deutscher Synchronisation also schauen. Ja, und Grease, wie eben erwähnt, ist ein Film, den ich wirklich sehr, sehr gerne mag, aber ich habe ihn mir nie gekauft auf DVD oder Blu-ray, weil ich einfach die Synchronisation so furchtbar finde, diese Neusynchronisation. Und da gibt es natürlich auch noch einige andere Titel, die, wo ich einfach nur noch mit dem Kopf schütteln kann und ich einfach nicht nachvollziehen kann, warum man diese Filme nachträglich neu synchronisieren musste. Wobei mit neu synchronisieren meine ich natürlich jetzt komplette Synchronisation. Ich meine jetzt nicht Filme, wo man einzelne Passagen, die nachträglich eingefügt wurden, also es ist ja heute, dass man Extended Cut, Director's Cut, blablabla Cut und irgendwelche Filmschnipsel im Keller gefunden hat und die einfügt und die werden dann nachträglich nochmal synchronisiert. Hier kriegt man natürlich nicht immer die Original-Synchrosprecher aus der Zeit, wo der Film gedreht worden ist und so. Und da hat man da an andere Stimmen. Da muss ich aber sagen, ist es mir lieber, dass diese Passagen nachträglich mit einer fremden Stimme synchronisiert werden, so dass der komplette Film in Deutsch ist, als wenn man diese Szenen in Englisch lässt. Da ich dann eben zwei Störfaktoren habe. Ich habe einmal eine andere Stimme, auch wenn es natürlich die Stimme vom Originalschauspieler ist, aber sie ist trotzdem anders als die Synchrostimme. Und ich habe eine andere Sprache. Also bei solchen Szenen werde ich immer sehr aus dem Film gerissen. Aber wie gesagt, um diese Filme soll es jetzt gar nicht so gehen, wo jetzt einzelne Szenen nachträglich synchronisiert worden sind, sondern um die Filme, die komplett neu synchronisiert worden sind, bei denen man sich einfach fragt, warum sind diese neu synchronisiert worden? Zuletzt ja zum Beispiel Der Weiße Hai, wo so viel Protest doch aufkam, dass man sich entschlossen hat, für die Blu-ray-Veröffentlichung beim Weißen Hai auch die alte Synchro wieder dazu zu packen. Also Rod Steiger mit Eddie Murphy-Stimme im Weißen Hai. Also ich weiß nicht, wer kommt auf eine solche Idee? Die Verantwortlichen müssen sich da irgendwas dabei denken. Ich kann das jedenfalls nicht nachvollziehen. Ich habe den Weißen Hai auch nur mal kurz mit der Neusynchro, habe ich mal ein paar Minuten, 10, 20 Minuten geschaut und ich habe eigentlich nur noch Kopfschütteln und dann wieder ausgeschaltet. War nicht zu ertragen. Daher habe ich mir vom Weißen Hai, hatte ich mir ja damals eine holländische Fassung, die noch den deutschen Ton hatte, mit dem die alte Synchro hatte, hatte ich mir zugelegt. Von daher war das okay. Aber es gibt andere Filme, die bei denen ich schmerzlich auf die Veröffentlichung wartet mit der alten Synchronisation. So zum Beispiel, ich habe mir hier ein paar Notizen gemacht, deswegen bin ich auch so ein bisschen von unten angeleuchtet, damit ihr mich seht, weil sonst hier im dunklen Raum würdet ihr nicht viel von mir sehen.
Also hier habe ich jetzt einfach mal so ein paar Titel nochmal aufgeschrieben. Wie gesagt, ich habe nur vereinzelt ein paar rausgesucht. Es gibt so viele. Ihr könnt ja mal schreiben, welche euch da noch einfallen, die nachsynchronisiert worden sind. Zum Beispiel der zweite Teil von Ausgekochtes Schlitzohr, Wieder auf Achse. Kann man sich nicht angucken in der neuen Synchronisation. Oder Sie nannten ihn Knochenbrecher mit Jackie Chan. War damals einer von meiner Mutter. Der von meiner Mutter war es mal einer der Lieblingsfilme. Der lief bei uns morgens, den ganzen Tag quasi, von morgens bis abends hat sie den Film immer wieder geguckt. Ich weiß auch nicht, was sie daran so super fand. Ich meine, ich fand den auch sehr spaßig, aber meine Mutter war damals hin und weg von dem Film. Jedenfalls, die Synchronisation, die alte, war richtig spaßig. Ich habe mich auch oft amüsiert. Und auch diesen Film sah ich dann vor einiger Zeit halt mal im Fernsehen mit der Neusynchronisation und er machte überhaupt keinen Spaß mehr, hatte nicht den geringsten Charme mehr, der Film. Habe ich auch nach kurzer Zeit wieder ausgemacht. Habe ich mir auch nie zugelegt, da es den, glaube ich, auch eben auf DVD nur mit der Neusynchronisation gibt. Ein anderes Beispiel, was ich mir auch nie zugelegt habe, ist Geschenkt ist noch zu teuer mit Tom Hanks. War auch ein herrlich lustiger Film. Auch da habe ich einige Szenen im Fernsehen gesehen, also einen Teil von dem Film. Macht keinen Spaß mehr mit der Neusynchronisation. Das gleiche gilt für mein Film Nummer 1, ganz oben auf der Liste, der total verschandelt worden ist, ist Flammendes Inferno. Steve McQueen, Paul Newman und so. Die sprechen heute mit Stimmen von Arnold Schwarzenegger und ich weiß nicht mehr wem. Kann man sich überhaupt nicht mehr angucken mit der Synchronisation. Also, ich kann das nicht nachvollziehen, warum man sowas macht. Es gibt aber auch Filme, muss ich sagen, da ist es mir nicht so aufgefallen. Zum Beispiel habe ich mir hier notiert, Es war einmal in Amerika von Sergio Leone mit Robert De Niro. Da habe ich nicht gewusst, dass der neu synchronisiert war. Und als ich mir den dann auf DVD zulegte und mir den Film nochmal anschaute, habe ich nicht bemerkt, dass eine neue Synchronisation ist. Aber ich muss halt sagen, den Film habe ich nur einmal gesehen vor 20 Jahren dann. Oder wie alt der Film ist, ich weiß es nicht mehr. Aber ich konnte mich halt auch an die alte Synchro nicht mehr erinnern. Und es war mir nicht so aufgefallen, dass der neu synchronisiert wurde. Das gleiche ist bei Duell. Wobei nicht ganz gleich. Duell von Steven Spielberg, auch ein sehr guter Film. Da muss ich auch sagen, ich habe im Vorfeld gelesen, dass es eine Neusynchronisation gibt und ich wollte den Film auch nicht kaufen deswegen. Dann gab es den aber mal für 5 Euro in der Wühlkiste und ich habe ihn doch mitgenommen. Als ich ihn mir dann angeschaut hatte, muss ich doch gestehen, so schlecht war die Synchro nicht und ich konnte mich bei dem Film auch nicht mehr an die alte Synchro erinnern. Also die Synchro von Duell fand ich doch noch recht passend für die Zeit. Also man hatte doch schon noch das Gefühl, dass das ein Film aus den 70ern ist. Aber das sind so Ausnahmen, wo es mich nicht so gestört hat. Generell muss ich aber auch sagen, dass ich das Gefühl habe, dass die Filme, die heutigen Filme nicht mehr so gut synchronisiert werden wie noch vor 20 Jahren oder so. Also dass seltener gute Synchronsprecher oder auch Sprecherinnen eingesetzt werden. Sehr oft werden ja auch irgendwelche B-Stars genommen. Ganz schlimm ist es ja bei Disney und diesen ganzen Animationsfilmen und so. Da werden ja irgendwelche Tingeltangel-Sänger und Comedians und was weiß ich was eingesetzt. Und man mag sich manchmal die Filme gar nicht mehr anschauen. Bei Disney fällt mir jetzt gerade noch ein, Küss den Frosch mit den, ich weiß jetzt gar nicht mehr, dieser komische Jazz-Heini oder was das da ist, fällt mir gerade der Name nicht ein und dann die, weiß ich auch nicht mehr, wie sie hieß, aber fand ich furchtbar, Küss den Frosch zum Beispiel, war grausam synchronisiert, konnte ich mir nicht mehr, also ich habe mir das schon zu Ende angeguckt, aber der landet bei mir nicht im Schrank, weil ich es einfach furchtbar fand. Und dann, oder wie heißen die damit? Mit Nena und Bill Kaulitz, die Mino, scheiß mich tot. Keine Ahnung, fällt mir nicht ein, aber kennt ihr wahrscheinlich auch. Gibt ja schon 2-3 Teile von. Hab ich mal im Fernsehen gesehen. Ist ja nicht zu ertragen mit den beiden Sprechern der Film. Nun gut. Ich muss den Film jetzt wohl gleich mal erstmal wieder zurückspulen, also Grease, weil ich wollte mir den hier eigentlich ganz in Ruhe anschauen. Und dann werde ich das Licht nochmal abdunkeln und, ne, den Film in Ruhe genießen. Sollte jetzt auch nur mal ganz kurz so ein paar Gedanken zum Thema Neusynchronisation sein. Aber ihr könnt ja gerne mal schreiben, posten, wie auch immer,
was ihr so von Neusynchronisationen haltet. Was sind eure Most-Hated und welche findet ihr vielleicht sogar gut? Oder gibt es vielleicht sogar Filme, bei denen ihr euch eine Neusynchronisation wünscht? Ach, da fällt mir gerade noch ein, was ich auch schlimm finde, wenn bekannte Darsteller ganz plötzlich eine andere Stimme haben. Zum Beispiel Stirb langsam. Im dritten Teil hat Bruce Willis ja eine andere Stimme, weil der Synchronsprecher, glaube ich, damals kurzfristig nicht zur Verfügung stand. Verstehe ich nicht, warum die Labels da nicht mal ein bisschen warten können, mal eben einen Monat später den Film raushauen und dafür die andere Stimme, die Original, die bekannte Synchro-Stimme vom Bruce Willis nehmen. Daher konnte ich mich vielleicht auch mit dem dritten Teil nie so recht anfreunden. Das gleiche ist bei der Pate 3. Ich meine, der Pate 3 ist sowieso so eine Sache für sich, aber da hat El Pacino auch eine ganz andere Stimme. Fand ich auch furchtbar. Den habe ich ja damals auch im Kino gesehen, genauso wie Stirb langsam 3. Aber ich konnte mich während der ganzen Vorführung nicht an die neue Stimme von El Pacino gewöhnen. Naja, finde ich halt immer sehr ärgerlich, wenn man da plötzlich, obwohl die Darsteller recht bekannt sind und gewöhnlicherweise immer die gleiche Synchro-Stimme haben, ganz plötzlich in einem Film eine andere Synchro-Stimme haben. Naja, gut, das war's. Ich werde es mir jetzt wieder gemütlich machen. Die Kissen hier sind auch nicht mehr so ganz bequem und schau weiter. Ach, ich war damals in Olivia Newton schon verknallt. Ja, ich schau weiter. Macht es gut. Ciao. Olivia, Olivia, Sandy. Mal.